herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella in der Woche 21. bis 27.12. Wie immer werden wir auch vorher Astrologie mit einbeziehen. Wir schauen uns an, was machbar, was möglich ist. Wir wollen schauen, was für die einzelnen Sternzeichen möglich ist. Und wir gehen zuerst auf die Karten, die ich heute auch dabei habe. Das ist das Druid Craft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom. Für die einzelnen Wochentage habe ich das Morgan Greer Tarot. Und für die Klärung oder Einzelheiten habe ich das Tarot Familia von Lisa Parker. Dann wieder das Krafttier natürlich von Colette Bern-Reed und als Orakelkarte diesmal das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue, wo man mal schauen kann, was so im Einzelnen los ist. Das ist erstmal das, was ich mitbringe hier für die Legung für die Weihnachtswoche. Und wir werden natürlich besonderes Augenmerk auch richten auf die Weihnachtsfeiertage. So, dann wünsche ich euch allen natürlich eine schöne Zeit, ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Tage und natürlich, dass ihr eure Lieben sehen könnt. Wir wollen erstmal schauen jetzt, was astrologisch insgesamt für alle drin ist. Also das ist jetzt für alle. Und dann gehen wir auf die einzelnen Sternzeichen. Also, bis gleich. So, was sagt die Astrologie vom 21. bis 27. Dezember? Ja, Mars und Pluto machen so ein bisschen aggressiv. Ja, dieses Zusammenwirken kann dafür sorgen, dass der Einzelne übertreibt im Zorn oder im Ärger. Ja, vielleicht kann jeder selbst dafür sorgen, dass er da so ein bisschen den Ball flach hält. Ja, es ist auf jeden Fall Gefahr gegeben, dass das hochkocht an diesen Tagen. Das ist schon vom 20. bis zum 26. auf jeden Fall, ja, ich sag mal, schwierig. Aber wie gesagt, wenn jeder Einzelne sich so ein bisschen zurückhält, könnte das auch gut gehen. Merkur und Uranus sorgen am 25. auf jeden Fall dafür, dass es ein bisschen lockerer wird, ein bisschen angenehmer, dass man vielleicht auch spontane, schöne Dinge erlebt und dass man zufällig jemanden trifft oder kurzfristig besucht, sofern möglich natürlich. Ja. Eine Anregung, einen Spaziergang zu machen, einfach mal rauszugehen. Ja, vielleicht treffen sich ja auch ein paar nette Leute unterwegs. Ja, das wird sich auch, ich sag mal, zum Jahreswechsel hin weiterentwickeln. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man selbst versucht, wie gesagt, harmonische Zeiten herbeizuführen. Das liegt an jedem selbst auch, aber nicht nur natürlich. Wir haben auch Jupiter und Saturn, die natürlich dann zwischen 12. und 30. wirken. Und das ist eben das, was man mitnimmt in das neue Jahr. Die Erfolge, die Dinge, die man abgeschlossen hat. Ich habe in vielen Legungen zuvor auch schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn der ein oder andere, wenn möglich, die Dinge noch abschließt, damit er oder sie dann beruhigt ins neue Jahr rübergehen kann. Und das wäre natürlich auch eine Beruhigung und würde den Stressfaktor vermindern, wenn man das hinbekommt. Aber das ist vielleicht nicht immer möglich, aber trotzdem ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch dafür sorgt, dass es ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest wird. Und das wünsche ich euch allen und mir natürlich auch. Und ich sage mal, wir gehen jetzt in die einzelnen Sternzeichen und schauen mal, wie das da astrologisch aussieht. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling, zum Taroskop mit Ella in der Woche 21. bis 27. Dezember. Und wir schauen uns an, wie sich das astrologisch auswirkt in dieser Woche. Gleichzeitig ist das ja auch so ein bisschen die Rückschau auf das Jahr 2020, was es in sich hatte. Auch besonders für dich, wo du ja auch ein freiheitsliebendes Zeichen bist, das gerne rausgeht, sich kommunikativ mit allen Gesellschaftsschichten verstehen und unterhalten möchte und Neuerungen vielleicht auch ja, unterstützen möchte, daran arbeiten möchte. Ja, und da dann diese Krise hat natürlich auch einiges bewirkt. Jupiter ist im Wassermann und damit auch Unterstützer für die Zwillinge.
Ja? Genauso Saturn, der natürlich darauf achtet, und deswegen habe ich da auch vorher schon in die Legung immer darauf hingewiesen, Dinge zu Ende zu führen, ja? Bevor man was Neues beginnt. Ja? Es ist auch wichtig, jetzt und auch in der Zukunft sich Zeit zu lassen mit Entscheidungen, weil man sehr viele Dinge momentan auch berücksichtigen muss. Grundsätzlich muss man schon viele Dinge berücksichtigen und jetzt ganz besonders. Ja, wichtig für dich mit Uranus war auch in 2020 mehr das Gefühl zum Ausdruck zu bringen, Gefühle für andere, deine eigenen Gefühle zu kennen, sich selbst auch ein Stück weit, ja, kennenzulernen oder die Gefühle selbst so ein bisschen klar zu machen. Wir haben auch immer wieder mit Neptun den Hinweis gehabt, ist das alles noch so in deiner Vorstellung richtig, was du tust, oder welche Einstellung hast du zu den Dingen, da solltest du drüber nachdenken. Pluto ohne Einfluss, aber momentan Pluto und Mars in Konjunktion bedeutet, ja, in der Kommunikation genauso wie im Alltäglichen auch, ja, so ein bisschen Streitgefahr. Und da sollte man gerade vor den Feiertagen oder bei den Feiertagen natürlich aufpassen. Ja. Mars ist im Widder und wie gesagt, in Konjunktion mit Pluto kann das für aggressives Verhalten sorgen, bei jedem, auch bei dir natürlich dann. Ne? Und ich denke mal, dass das wichtig ist für dich auch, da immer einen Moment zu überlegen, ist das jetzt notwendig, die Äußerung, oder es ist wichtig. Und mit Venus momentan dann auch im Steinbock bedeutet das, du sollst dich um Liegengebliebenes kümmern, du sollst tatsächlich für dieses Jahr auch noch die Dinge zum Abschluss bringen, damit du wirklich im neuen Jahr neu durchstarten kannst. Falls dir da was einfällt, solltest du das tatsächlich in Angriff nehmen. Aber keine, ich sag mal, weit ausufernden Entscheidungen treffen. Ja? Bewegung ist wichtig. Ja? Natürlich auch, dass du dich nicht einigelst, aber ich glaube, die Gefahr besteht auch nicht. Du bist aber genauso wie viele andere in diesem Jahr zum Jahresende hin auch so ein bisschen, ja, ausgepowert, so ein bisschen müde. Es war sehr anstrengend, ja. Und wie gesagt, es gilt zum Jahresende oder jetzt auch vor den Feiertagen oder nach den Feiertagen Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Und auch nicht über die Stränge zu schlagen, was das Finanzielle betrifft. Du darfst dich auf ein sehr friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest freuen, wenn du diese Dinge eben beachtest. Ja, das sind so die Dinge im Dezember. Wir haben das vorher in der allgemeinen Astrologie gesagt, dass da eben, ich sag mal, Aggressionspotenzial da ist. Und wenn du ein Stück weit überlegst, kannst du Streitgespräche oder entstehenden Streit verhindern. Lieber dann einmal mehr zurückziehen und das Ganze auf sich beruhen lassen, lieber zu einem späteren Zeitpunkt. Keine großen Aktionen. Sorge dich um dein Wohlergehen, um deinen Körper. Wir haben ja gehört, du sollst dich so ein bisschen auch um, ja, Gefühle kümmern, also wie du dich fühlst, was deine Intuition sagt, wie es dir geht. Dazu gehört, dass man sich hinsetzt und mal in sich hineinspürt. Das solltest du jetzt in diesen Tagen auch tun und auf deine Intuition weitestgehend hören. Das ist dein bestes Navigationssystem. Schauen wir mal, was die Karten in dieser Woche sagen, und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Ja, dann wollen wir mal im Dezember, 21. bis 27. die allgemeine Legung angehen. Wie du weißt, betrifft das die allgemeine Wetterlage für diese Zeit in den Karten. Es wird auf Dinge hingewiesen, auf die man achten soll oder was man lieber unterlassen sollte oder worüber man sich freuen darf. Es ist eine allgemeine Legung. Kann und wird nicht immer hundertprozentig passen. Es ist auch schon vorgekommen, dass das hundertprozentig passt. Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wir schauen uns wie immer als erstes an, was von außen kommt. Also was du von deinen Mitmenschen in dieser Woche so erwarten kannst.
Der Wagen, Krebsenergie. Das bedeutet, deine Mitmenschen, deine Umgebung nimmt die Zügel in die Hand und gibt das Tempo vor und das Ziel. So, da haben wir erfolgsverwöhnte Menschen möglicherweise. Es kann auch bedeuten, dass jemand auf einer Erfolgsspur ist und das eben noch zu Ende führen möchte. Wir schauen uns das gleich an, auch im Zusammenhang mit deiner Energie. Wir wollen jetzt erstmal schauen, wie du dich überhaupt siehst in dieser Woche, also wie du dich selbst siehst, was du dir wünschst, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist jetzt erstmal, wie gesagt, so der allgemeine Wetterüberblick für diese Woche. Wir kommen zu den Wochentagen, wie immer, Montag bis Sonntag. Allerdings, wie gesagt, bei der allgemeinen Legung können die Zeiträume, wann das bei dir persönlich eintrifft, natürlich anders ausfallen. Im Laufe dieser Woche irgendwann, aber eben vielleicht nicht in der Reihenfolge, wie ich sie lege. Das solltest du wissen. Bei der allgemeinen Legung ist das so, weil nicht jeder Zwilling wird am gleichen Tag das Gleiche erleben. Es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. So, wir schauen uns an, wie deine Energie in dieser Woche aussieht, also wie du auf deine Mitmenschen zugehst. Wir haben ja gehört, dass du so ein bisschen, na, sagen wir mal, ausgepowert auch bist. Darauf solltest du achten. Wir haben Gerechtigkeit. Es geht dir um Fairness, Ausgewogenheit. Das ist vage Energie und bedeutet eben, dass du dich für Gerechtigkeit einsetzt. So, schauen wir mal, wie das in der Legung aussieht, beziehungsweise wie das auch mit dem Wagen gut zusammenpasst oder wo es vielleicht auch Konfliktpotenzial gibt. Wir schauen mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, wie gesagt, die Energien können für jeden ein bisschen anders ausfallen, also vom Zeitpunkt her. Und die Vorwoche habe ich deshalb auch noch mal hinten dran gehängt, weil immer die Energien der Vorwoche auch in diese Woche vielleicht noch mit hineinwirken können und da vielleicht auch ein paar Dinge sind, die dir weiterhelfen können, wenn du magst, falls du Interesse hast. So, wir schauen uns aber an jetzt, wie du dich selbst in dieser Woche siehst. Wir haben die 7 der Kelche. Das ist so ein bisschen Gefühlschaos, gefühlsaufgewühlt oder vielleicht auch aufgrund der, ich sag mal, der fehlenden Energie so ein bisschen nicht wissen, wo man hin möchte. Vielleicht melden sich auch gerade die Gefühle sehr stark. Die 7 der Kelche ist auch immer Verwirrung. Man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Du bist ein logisch denkendes Zeichen im Tierkreis und damit kannst du da erstmal nichts mit anfangen. Das Beste, was du tun kannst, ist deinen Gefühlen zumindest deine Gedanken widmen, also dass du mal in dich hineinspürst, wo das denn herkommt, warum du denn so verwirrt bist. Ist es vielleicht wirklich, dass du keine Kraft mehr hast, dass du müde bist und deshalb vielleicht deine Gefühle ein bisschen Achterbahn fahren, das könnte sein. Oder einfach aufgrund der äußeren Bedingungen. Was ist denn dein Wunsch in dieser Woche? Wir haben die 6 der Schwerter. Du möchtest weniger Stress. Kann ich verstehen, geht vielen so. Es ist der Wunsch nach Ruhe, nach Entspannung, nach lockeren, freien Gesprächen. Und ich denke auch, dass du dich frei bewegen kannst und Dinge tun kannst, die dir Freude machen. Das ist ein schöner Wunsch. Hoffnung und Ängste haben wir die Liebenden. Das kann eine Entscheidung in der Liebe sein. Vielleicht ist auch da so ein bisschen Verwirrung drin. Du weißt nicht so recht, was du von allem halten sollst. Vielleicht auch von deinen eigenen Gefühlen nicht, ne? Das werden wir gleich mal schauen. Was ist denn gut für dich in dieser Woche? Gut für dich ist die Klarheit und Wahrheit. Und das ist etwas, das ist wieder dein Intellekt, das ist deine Energie, die Schwertenergie, Gedanken, Worte, Kommunikation. Ja? Und das bedeutet, du willst Klarheit haben und du wirst Klarheit finden. Aber nur, wenn du dir Ruhe gönnst und wenn du deinen Gefühlen auch ein bisschen Raum gibst. Das ist wichtig. Das haben wir, das ganze Jahr über immer gehabt, dass Uranus darauf hinweist, achte auf deine Gefühle, zeige mehr Gefühl oder widme dich mehr den Gefühlen. Auch das ist in dieser Woche Thema. Die Klarheit ruht nicht allein aus dem Intellekt heraus, sondern aus dem, was du auch empfindest, denn du musst immer Intellekt und Gefühl in Einklang bringen. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Übertreibung. Das bedeutet sowohl im intellektuellen als auch im gefühlsmäßigen Bereich,
keine Übertreibung, immer schön auf dem Teppich bleiben, mit Saturn gehen sozusagen, sich um die Details kümmern, um die Gefühle, um die Gedanken, was um dich herum passiert, das in Einklang bringen. Wie geht denn die Woche für dich aus? Wir haben die 8 der Stäbe, da ist die Kommunikation. Ja, das bedeutet, man hält Kontakt, man tauscht sich aus, man führt Gespräche, ob jetzt online oder auch wirklich von Angesicht zu Angesicht, per Telefon, wie auch immer. Und das ist so in deinem Sinne. Feuerenergie, ne, du schießt deine Pfeile raus und triffst auch sicher das Ziel. Schauen wir uns an, was wir hier am Montag haben. Wir haben die Herrscherin. Die Herrscherin ist Fruchtbarkeit. Das Fruchtbarkeitssymbol für Mutter Erde, für Samen, die du siehst, für Dinge, die wachsen und gedeihen sollen. Das beinhaltet aber auch immer, dass man sich darum kümmert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du deinen Gefühlen nicht einfach sagst, interessiert mich jetzt nicht, ich muss mich um was anderes kümmern, sondern sie sind wichtig, sie sind Teil von dir, ja? Und die musst du auch anhören, erspüren, besser gesagt. Ja. Am Dienstag haben wir den Page der Kelche. Liebevolles Entgegenkommen. Das ist Charme. Das ist auch jemand, der dir die Hand reicht, jemand, der nett zu dir ist. Oder es ist vielleicht auch deine Energie, weil du einfach ein bisschen Ruhe und Frieden brauchst. Und dann bist du gleich entspannter. Mittwoch haben wir den Ritter der Stäbe. Begeisterung. Wohlgemerkt kurzzeitige Begeisterung, Feuerenergie, Leidenschaft. In Bezug auf die Liebenden. Vielleicht begeistert dich jemand, du triffst jemanden, wo du denkst, wow, aber das ist ja auch gut so. Ne? Aber dann lass dir ruhig Zeit, ja? Nichts überstürzen. Donnerstag haben wir die 3 der Schwerter. Da ist vielleicht, dass die Person kein Interesse hat oder dass die Person bereits eine Partnerschaft hat und keine anderen Interessen darüber hinaus in Bezug auf, ne, Liebe oder jemand Neuen, ja, werde dir darüber klar und hake es ab. Es ist auch vielleicht, die 3 der Schwerter muss nicht immer Liebeskummer sein. Es kann auch eine Kränkung sein von außen. Es kann jemand sein, der irgendwas sagt und dich kränkt, dich verletzt, ja. Was haben wir am Freitag? Wir haben die Königin der Stäbe, da ist auch Feuerenergie drin, da haben wir die Leidenschaft drin und da haben wir die Klarheit drin. Dir ist wichtig, dass du weißt, wo deine Leidenschaften liegen oder für wen sie da sind. Königin der Stäbe, wie gesagt, Feuerenergie, Löwe, Widder oder Schütze. Keine Übertreibungen bitte, ne, in Bezug vielleicht auf die Person oder die Leidenschaft, je nachdem, worum es geht. Die Königin der Stäbe kümmert sich um ihre Leidenschaft und das willst du natürlich auch. Samstag haben wir den Stern, da ist die Wassermann-Energie, die Heilung. Es bedeutet, dass du zur Ruhe kommst, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst, dich gesund ernährst, vielleicht auch mal über die Stränge schlägst an den Feiertagen, klar, aber dass du dir Ruhe gönnst, dass du nicht übertreibst und dass du darauf auch achtest, dass du genügend schläfst und dass du deine Kräfte sammelst. Ne? Und dann haben wir hier die Übertreibung, auch in der Kommunikation. Durchaus möglich, mit Mars-Pluto-Konjunktion kannst du auch mal eine spitze Zunge haben. Ja, durchaus. Wir schauen uns das Ganze jetzt mit dem 3. Kartendeck an und schauen mal, was die 7 der Kelche für dich bedeutet. Du fühlst dich ganz durcheinander. Wir haben die Mäßigkeit, da sagte ich ja schon, Gefühl und Intellekt unter einen Hut bringen. Schütze-Energie bedeutet eine gesunde Waage finden, über Dinge hinwegkommen, die dich gekränkt haben, vielleicht auch Überbelastungen, vielleicht auch zu viele Baustellen, von denen wir zu Beginn sprachen, dass du Dinge zu Ende bringen solltest. Und wenn du das geschafft hast, bist du zufriedener und hast den Rücken frei. 6 der Schwerter ist dein Wunsch, 9 der Kelche, absolut. Du brauchst Ruhe und Frieden. Und du hast die 5 der Schwerter. Du hast dich entweder über Dinge geärgert oder du brauchst eine Klärung. Aber das geht natürlich nur, wenn du dich auch ausgeruht hast. Also Klärungen solltest du herbeiführen, wenn du fit und dich gut fühlst, vital fühlst. Was ist mit den Liebenden in Hoffnung und Ängste? 8 der Kelche, neue Wege gehen. Das heißt, das, was vorher war, davon verabschiedest du dich, du gehst neue Wege. Da haben wir die Königin der Schwerter. Du hast Erfahrung gemacht, du bist dir über Dinge klar geworden, das sehen wir hier auch. Du hast Intellekt und Gefühl jetzt versucht auch in Einklang zu bringen, bist vielleicht noch dabei und du machst dir selbst und anderen nichts vor.
So, was ist das Ass der Schwerter? Da ist das Rad des Schicksals. Das ist auch Saturn, das ist auch Jupiter. Das heißt, du hast Entscheidungen getroffen, die Dinge laufen weiter. Natürlich nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Und mit der Hohen Priesterin hast du eine gesunde Empathie und kannst auch mit deinen Gefühlen besser umgehen. Und das ist hervorragend. Ja? Das ist sehr, sehr gut. Du hast deine Gefühle ernst genommen, du hast dich um sie gekümmert. Und das ist das, was deine Gefühle wollen, dass du sie nicht hinten anstellst irgendwo, sondern dass du sie als gleichwertigen Partner in deiner Person mit deinem Intellekt vereinst. Der Teufel Chernunos, 7 der Stäbe. Es ist diese Kampfhaltung, die Dinge zu verteidigen, die einem wichtig sind und mit dem Teufel natürlich übertrieben, überzogen. Ja, da übertreibt man ein bisschen. Und wir haben den Knabe der Schwerter. Das sind Informationen, Gespräche oder auch Äußerungen von anderen. Sei vorsichtig mit dem, was dir erzählt wird. Es ist noch lange nicht alles wahr, was dir an Informationen zu Ohren kommt. Ja? Und dann haben wir die Kommunikation mit den 8 der Stäbe. Wir haben die 5 der Kelche. Da wird das Bedauern geäußert. Vielleicht wird auch eine Entschuldigung formuliert, entweder von dir oder von deinem Gegenüber. Und wir haben die 7 der Kelche. Das ist es, was dich verwirrt. Du verstehst vielleicht auch die Gefühlswelt eines anderen nicht. Das ist durchaus möglich. Mit dem Teufel hier drunter solltest du auch das relativieren. Wichtig ist das, was du fühlst, was du für dich geklärt hast, nicht was andere denken und fühlen. Wenn es jemand ist, den du sehr magst, dann ist es wichtig, da erstmal Abstand zu gewinnen, damit du eben da auch ja, für dich das klären kannst. Wir haben die Herrscherin hier. Wir haben die 6 der Schwerter, Ruhe und Gelassenheit, Friede, kein Stress. Und es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Ja, 2 der Stäbe, es ist nichts falsch, was du entscheidest, aber die Entscheidung liegt bei dir, nicht bei deinem Gegenüber. So, und dann haben wir den Page der Kelche. Wir haben die 4 der Kelche, Unzufriedenheit. Und wir haben die 10 der Stäbe. Ja, es ist dir einfach momentan alles zu viel. Und je eher du dir das eingestehst und weißt, ich muss da ein bisschen kürzer treten, entweder mit Terminen, mit Kontakten oder mit Arbeit oder neuen Dingen, die ich alle anfange und nicht zu Ende bringe, desto eher bist du klar. Ritter der Stäbe, Ass der Schwerter und Knabe der Münzen. Du bist dir klar darüber, dass du einfach zu viele Interessen hast oder zu viele Dinge, die du gleichzeitig tun willst und die dich irgendwann einholen und mit den 10 der Stäbe, naja, sehr belasten. Ja, und diese Belastung solltest du abschaffen. 3 der Schwerter, da ist die Übertreibung und da ist die Königin der Kelche. Also was ich sehe hier raus, ist, dass deine Gefühle, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass du sie immer so ein bisschen beiseite geschoben hast, jetzt so ein bisschen eskalieren in dieser Woche. Sie wollen gehört werden. Da ist die Übertreibung drin. Wenn du Schmerz empfindest, ist das viel stärker als sonst, weil du hast jetzt das erste Mal wirklich Zeit, dich um deine Gefühle zu kümmern und jetzt eskalieren die. Königin der Kelche ist auch die Drama-Queen. Pass auf damit. Ja? Das ist die, die dann total ausrastet. Und ne? Königin der Stäbe, da haben wir den Mond. Und da haben wir den Tod, die Transformation. Da verändert sich was. Das hat auch mit Dingen, die aufgedeckt werden, vielleicht über ein Feuerzeichen oder mit einem Feuerzeichen. Ne? Das bedeutet Veränderung. Da verändern sich Dinge. Es muss keine Person sein. Es kann auch eine Sache sein, ein Job, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall momentan so, dass du aufpassen musst, dass deine Gefühle nicht eskalieren. Du hast sie viel zu lange eingesperrt. Der Stern. 6 der Stäbe, die Heilung ist wichtig und die 3 der Stäbe, vorausschauend denken. Nicht zu voreilig handeln. Wenn du merkst, deine Gefühle eskalieren, sprich entweder mit jemandem, der dich gut kennt, der weiß, was los ist vielleicht und bei dem du dich ausheulen kannst oder mit dem du sprechen kannst darüber. Es ist wichtig, dass du die Dinge im Griff behältst für dich, auch wenn du Informationen bekommst oder Dinge erfährst, die unschön sind. Es verändert die Situation und du kannst als flexibler Zwilling gut damit umgehen, aber wenn deine Gefühle dann eskalieren, könnte das natürlich zu weit führen. Heilung ist wichtig, ja,
Und du hast den Erfolg, wenn du vorausschauend denkst und nicht übertreibst. Wir haben hier nochmal den Teufel. Das ist die 5 der Stäbe. Das ist sich wappnen und der Turm. Nein, du wirst das in den Griff kriegen in dieser Woche. Der Turm sagt, dass du nicht gegen Windmühlen ankämpfst mit den 5 der Stäbe. Es bedeutet, du bist zwar momentan in einem gefühlsmäßigen Wirrwarr oder Chaos, ja, aber du darfst nicht übertreiben. Und dazu darfst du dir gerne Hilfe holen von deinen Leuten, von deinen Freunden, Familie, wie auch immer. Bitte nicht eskalieren. Oder wenn du das eben, ich sag mal, im Rahmen von, wir halten das unter in einem gesunden Rahmen, dann natürlich darfst du weinen, natürlich darfst du toben, wenn dir danach ist. Aber es soll halt nicht dazu führen, dass du in eine Depression gerätst. Ja? Das ist das Wichtigste dabei. Du hast, wie gesagt, immer so ein bisschen die Kommunikation, das Äußerliche oder auch die Dinge, die gerade anliegen, nach vorne geschoben und deine Gefühle so ein bisschen immer so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Und das nehmen dir deine Gefühle übel. Sie melden sich jetzt extrem. Ja? Und damit musst du erstmal umgehen können. So, wir schauen, was das Chamäleon hier sagt. Das ist dein Krafttier. Tue so, als ob. Das ist die Nummer 9. Wir schauen mal, was die Nummer 9 dir sagen möchte. Der Geist des Chamäleons lässt dich heute an seiner Anpassungsgabe teilhaben, um dich auf Veränderungen vorzubereiten, die dir sehr zugutekommen werden. Die äußeren Umstände sind im Wandel und du musst dich auf sie einstellen, um als Mitschöpfer deinen größten Traum verwirklichen zu können. Dein Feingefühl wird dabei von Vorteil sein, weil es dir ermöglicht, herauszufinden, wie du dich am besten an deine Umgebung und die Menschen in ihr anpassen kannst, ohne dabei deine Integrität und dein inneres Gleichgewicht zu verlieren. Auch wenn du das Gefühl hast, komplettes Neuland zu betreten, glaubt der Geist des Chamäleons fest an deine Fähigkeit, dich in die neue Lage hineinzufinden und dich ihr so weit wie nötig anzupassen. Dies ist eine Zeit, in der es heißt, so zu tun, als ob und es so zu machen wie die anderen, bis sich das Neue vertraut und ganz natürlich anfühlt. Das Leben schenkt dir jetzt eine wichtige Lektion. Anpassung bedeutet nicht, sich selbst zu verlieren, sondern zu lernen, mit anderen zu tanzen. So, also diese Anpassung, auch was deine Gefühle betrifft, dass du deinen Gefühlen Raum gibst, ist auch für dich Neuland. Ich denke, du hast das ansatzweise in der Vergangenheit probiert, aber wir haben jetzt gerade an Weihnachten und wo jetzt nicht so viel los ist, du nicht raus kannst und so weiter, kannst du eskalieren. Dazu brauchst du Hilfe, Unterstützung, damit diese Dinge eben nicht eskalieren. Du brauchst Mitstreiter, Leute, die dich kennen, die dir helfen, erfolgreich vorausschauend zu denken, sich der Situation anzupassen, die dir helfen, nicht zu eskalieren im Sinne von Übertreibung. Mit dem Turm wird das auch nicht passieren. Ja? Das Chamäleon sagt dir, passe dich der Situation so weit du kannst an, aber du sollst dich trotzdem nicht verleugnen. Du sollst auch deine Gefühle nicht verleugnen. Ne? Die sind wichtig. Die brauchst du eben auch, um empathisch zu sein, um mit anderen Menschen umgehen zu können, deren ja, Energie so ein bisschen auch aufnehmen zu können. Wir haben für dich Atme. Die Karte Erzengel Raphael, atme mehrmals langsam tief ein und aus, um deine Energie zu wecken und alte Muster loszulassen. Das ist die Transformation. Du gehst durch eine Transformation, ja, dich selbst auch gefühlvoll zu sehen, zu akzeptieren und mit den Dingen umgehen zu lernen. Ich lese mal vor, was die Botschaft noch besagt. In Zeiten von Stress geschieht es häufig, dass du unbewusst deinen Atem anhältst. Doch wie du weißt, ist der Atem von größter Bedeutung für die Sauerstoffversorgung deines Geistes, deines Körpers und überhaupt jedes Aspektes deines Lebens. Schreib dir selbst einen Zettel, auf dem steht, dass du nie das Atmen vergessen darfst, auch nicht in Momenten von Stress, um dich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, dass du dich durch tiefe, regelmäßige Atemzüge immer wieder kräftigst. Begib dich an Orte mit viel frischer Luft. Zudem wirst du eine Verbesserung der Luftqualität spüren, wenn du dich in der Nähe von Wasser aufhältst, zum Beispiel am Ufer eines Sees oder am Meeresstrand. Selbst Duschen oder Baden bringt dich in Berührung mit den positiven Ionen, die mit Wasser und Luft assoziiert werden. Und was bringen wir noch mit Wasser in Verbindung? Genau, Gefühle. Ja. Atmen
frische Luft, Meeresluft. Gefühle in Einklang bringen. Ja? Das gesunde Maß hier finden mit der Mäßigkeit, die Verwirrung der Gefühle auch aufgrund von Stress beruhigen. Dich selbst erstmal auf ein gesundes Maß runterbringen, das heißt auch nicht deine Gefühle unterdrücken, sondern dir klar darüber werden, ja, hier, du hast viel erlebt, du hast vielleicht in der Vergangenheit aufgehört zwischendurch mal zu atmen, wenn es stressig war und damit auch ein Stück weit deinen Gefühlen gesagt, jetzt nicht. Und jetzt melden sie sich. Sie sagen, wir sind da und wir brauchen deine Unterstützung, um die Dinge umzusetzen, die uns wichtig sind. Und zwar nicht nur vom Intellekt her, sondern auch vom Gefühlsbereich. Ja. Ich denke, dass das eine gute Lektion ist. Ja. Und dass du mit Atmung und Meditation auch eine ruhige Situation herstellen kannst für dich. Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, Harmonie herzustellen. Hier, wir haben die Gerechtigkeit, das ist auch die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele. Und das ist deine Aufgabe für die Weihnachtsfeiertage. Ja? Und vielleicht mal spazieren zu gehen, am Wasser spazieren zu gehen, je nachdem, wenn möglich. Ja? Um dann eben loszulassen von all dem Stress, von all dem, was du vielleicht auch schon bewältigt hast. Und du darfst stolz auf dich sein, du hast viel bewältigt in diesem Jahr und es wird für dich auch positive Entwicklungen mit Saturn im Wassermann und Jupiter im Wassermann geben in 2021. Darauf darfst du dich freuen. Aber es ist auch wichtig, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ja, ich hoffe, dass du das annimmst. Für dich persönlich, dass du im Einklang bist mit allem und dass du ein friedvolles, liebevolles und ja, sicheres Weihnachtsfest verbringst, gesund mit deinen Lieben und dass du eine schöne Zeit verlebst und wirklich auch Kräfte sammelst, dich wieder ja, sozusagen vereinst, Gefühl, Geist, Seele, dass das alles wieder in einen gesunden Einklang kommt. Und das sehe ich hier. Ja, dass du dich darum bemühst. Der Erfolg ist da, ja, und ich denke, dass du nach Weihnachten auf jeden Fall weiter bist, entspannter bist und auch weißt, wo deine Prioritäten liegen für das nächste Jahr. Und ich hoffe, dass du wirklich ein tolles, schönes Weihnachtsfest hast mit deinen Lieben und dass du auch die Zeit nutzt zu atmen. In diesem Sinne sage ich nochmal alles Liebe, alles Gute für die Weihnachtsfeiertage und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss.